Willkommen, mein Name ist Abraham Okult. In den Wäldern dieser Welt tummeln sich allerlei Getier, das Forscher immer wieder in Staunen versetzt, während Wölfe, Bären und Co. den Wissenschaftlern bestens bekannt sind. Tauchen in schöner Regelmäßigkeit Kreaturen aus den Büschen auf, die wie von einem anderen Stern aussehen. Aber bevor wir zu diesem Video kommen, möchte ich euch erstmal danken. Wir haben gemeinsam das Projekt Dislike geknackt. Innerhalb von 48 Stunden kamen wir auf 43 Dislikes. Ich wollte schauen, wie aktiv ihr seid und ihr habt alles übertroffen. Die 9 Likes, die ich erhalten habe. Ein paar treue Zuschauer haben es nicht über das Herz gebracht und somit wahrscheinlich geliked. Aber diejenigen, die mit Absicht böse sein wollen, ich verfluche euch, möge euch ein harter Durchfall treffen und so solltet ihr euch erschrecken. Halt, bevor es losgeht, könnt ihr euch noch an das Reptoliden-Video erinnern? Dort habe ich über Echsenwesen berichtet, Laktosenintoleranz leiden. Eine Zuschauerin brachte mich auf die Idee, und eure Meinung ist jetzt gefragt, sollen wir ab heute die laktosenintolerante Armee sein und uns auch so nennen? Falls ja, wenn du dafür bist, dann schreib mir in die Kommentarliste. Hashtag laktosenintolerante Armee. Und denkt dran, das Experiment ist erfolgreich beendet. Sprengt den Like-Button wie noch nie zuvor. Wir fangen an. Irgendwo im kolumbianischen Urwald, ein Jäger traut seinen Augen nicht. Seine Hunde haben sich in etwas verbissen, was keinem bekannten Tier ähnelt. Kann es sein, hat sich etwa eine außerirdische Form einen Spaziergang im Wald gegönnt? Seltsam wäre es auf jeden Fall. Ja, you see that over there? What is that? So, if we put the tent right here, we might have to just clear off some additional room. It shouldn't be much work. Let's just get right. Yeah, you see that over there? What is that? Diese Aufnahmen wurden im Jahre 2015 um 1 Uhr nachts aufgenommen. Diesmal an einem Strand werden beunruhigende Szenen erfasst. Zu sehen ist, wie ein Mann von etwas gezogen wird, plötzlich dann wieder ausgespuckt. Das Kuriose beginnt am Ende, hat etwas von Mortal Kombat. Ich hoffe nicht, dass es der von vorhin ist. In einer alten Hütte wurden diese mysteriösen Bilder erfasst. Zu sehen ist eine kleine Kreatur, die einfach nur dasteht. Ein Fahrer, der rasant den Straßenweg verlässt. Was genau hat er wohl gesehen? Für mich sieht es nach einer durchsichtigen Masse aus, die den Weg überquert.
am Ende angelangt, hoffe ich, euch wieder sehr gut unterhalten zu haben. Für mehr solche Videos würde ich mich über eine Bewertung freuen und jeder neue Zuschauer kann mir gerne ein Abo dalassen. Das war's, euer Abraum Okkult.